Wie du mir, so ich dir. Die Redung kennen wir ja alle. Und meist wird sie genutzt, wenn jemand einer anderen Person übel mitgespielt hat. Dann meint man selber jetzt Gleiches mit Gleichem vergelten zu dürfen. So nach dem Motto, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Steht ja schon im Alten Testament. War damals sogar fortschrittlich gut. Keine abgehackte Hand mehr wegen eines gestohlenen Fisches oder so. Wie du mir, so ich dir, das setzt aber meist eine Kette des Leids fort. Wollen wir das? Haben wir nicht die letzten Wochen wieder genug Leid erlebt? Jesus sagt Ähnliches, meint aber etwas anderes. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Geschwistern, das habt ihr mir getan. Jesus will uns dazu kriegen, dass wir Gutes tun, so wie wir ihm ja auch wohl Gutes tun würden. Und daher lautet das Wochenwort gleichfalls. Mach's richtig, schaff Gutes. Guter Vorsatz für diese Woche. Habt's gut, alle.